Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's wieder ein Hörspiel. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Zusammenfassung aus der gesamten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja. Hallo? Was denn? Hallo, schönen guten Tag, Herr Geburtsgrüßig. Wie geht's Ihnen? Nee, Herr Geburtsfehler. Ah, Geburtsfehler, entschuldigen Sie mich. Wie geht's Ihnen heute? Ich kaufe keine Trading-Scheiße. Was kaufen Sie nicht? Keine Trading-Scheiße. Und was kaufen Sie denn? Ja, ich investiere auch nicht. Ich will auch keinen scheiß Handelsroboter, das funktioniert sowieso alles nicht, der Dreck. Haben Sie schlechte Erfahrungen darin und deswegen müssen Sie es nicht mehr? Nee. Ich bin einfach nur schlau genug und höre schon an der Stimme, dass du von der Trading-Betrugsmasche bist. Bitte? Ja, so wie ich es formuliert habe, meinte ich es auch. Ich habe ja nicht verstanden, Herr Geburtsfehler. Na, dann würde ich vielleicht mal die Musik ausmachen und dann könnte man auch ein bisschen besser was verstehen. Dazu wäre vielleicht ein deutlicher... Stört Ihnen die Musik? Stört Ihnen die Musik, Herr Geburtsrichtig? Geburtsfehler? Nee, deine hässliche Stimme und dein Drecksakzent. Meine hässliche Stimme. Ja, ich finde deine Stimme ganz, ganz furchtbar. Da haben sich deine Eltern... Und warum bleibst du am Apparat denn? Warum bleibst du am Apparat, wenn ich eine hässliche Stimme habe? Dein Gesicht stinkt. Meine Gesicht? Ja, stinkt. Weißt du, wie ich aussehe? Ja. Wie sehe ich aus? Hässlich. Hässlich? Und warum bleibst du am Apparat denn? Ja, weil ich gerne deine Zeit vertrödel. Funktioniert was ja auch. Was hast du nicht? Ist ja blöd, was hast du nicht? Zu bleiben. Herr Geburtsrichtig, Sie haben schon eine Anmeldung nee, gemacht. Geburtsfehler, nicht richtig. Geburtsfehler, Entschuldigung. Haben Sie schon Trading probiert? Haben Sie schon mal an meinem Pups geschnuppert? Bitte? Dann wird es höchste Zeit. Was sagst du? Ja. Herr Störbefehler. Ich verkaufe Furze in Dosen. Was verkaufen Sie? Furze in Dosen. Ich furze in eine Dose. Furze in Dosen. Ja, funktioniert super. Was ist das? Was ist das? Können Sie es erklären? Ich weiß das nicht. Was ist Furze? Ja, wenn man die Dose öffnet, dann wäre das so, als wäre dein Gesicht an meinem Arsch, währenddessen ich einfahren lasse. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Na, jetzt habe ich doch schon, Schnecke, ich hab's doch jetzt erklärt. Herr Geburtsrichtig, was ist dein Furze? Nee, Herr Geburtsfehler. Geburtsfehler. Ja, was ist dein Furze? Was? Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie es erklären? Haben Sie eins? Was? Eine Furze. Nee. Was ist das? Können Sie es erklären? Hab ich doch schon. Ja, sagen Sie es nochmal, ich habe Ihnen nicht verstanden, ich bin nicht also ein Deutscher. Also eine wiederholte Erklärung kostet 99,99 99,99. Ja, dann bekomme ich das jetzt auf mein Bitcoin-Wallet von dir überwiesen. Ich habe nur 98, geht das? Nee, dann gibt's nix. Gibt's nix? Nee, da haben wir keine Rabattaktion im Moment. Okay, dann Herr Geburtsfehler, Sie sind ganz positiv. Ja. Ich bedanke mich, Herr Geburtsrichtig. Fehler. Schönen Tag noch. Ja, du bist genauso ein Fickfehler. Ja, das ist nicht schlimm. Kann ich mitleben. Ja, da bist ich jetzt. Ja, ja. Mach ich manchmal. Ja. Ja, warum legen Sie auf? Wann wo? Ja, Herr Eichmann hier. Puppe. Haben Sie vergessen meinen Namen? Nee. Haben Sie vergessen, was Sie mit den Leuten sprechen? Nee. Ich bin Kontomanager. Sie haben auch mit meinem Assistenten gesprochen. Aha. Und wir sind hier für eine Möglichkeit, wo Kunde oder Leute wie Sie gleich mit uns zufrieden zu sein. Aha. Geld verdienen, Profit erwirtschaften. Können wir sprechen, haben Sie Zeit? Ich kenne Sie gar nicht. Kennen Sie mir gar nichts? Ich kenne Sie nicht, richtig. Nochmal, Sie kennen mir nichts. Ich kann Sie nicht zuordnen. Ich bin Kontomanager. Wen möchten Sie denn genau sprechen? David Eichmann ist mein Name. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Mit Ihnen, mit Popper Fiesk. Mit wem? Popper Fiesk. Der ist gerade nicht zu sprechen. Okay. Ich bin... Einen Moment kurz. Entschuldigung, weil ich habe eine andere Linie. Guck mal, ich melde mich von FCM Group. Das ist eine Hauptfiliale. Ja, da habe ich ja nichts mit zu tun. Aber Sie können nichts zu tun? Nee.
Was bedeutet das? Warum reden Sie mit mir so? Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie möchten. Ich möchte mit Ihnen sprechen über Thema. Nee, das habe ich ja gerade schon klargestellt, dass ich nicht der bin, den Sie sprechen möchten. Warum redest du so überrascht? Was? Warum? Was? Reden Sie doch mal ganze Sätze. Ich bin ein Kontomanager. Wissen Sie, was ein Kontomanager von einer von Börse? Hä? Börse. Nee. Haben Sie meine Nummer? Nichts mehr zu tun. Kannst du diese Nummer kontrollieren, wo ich Ihnen anrufen? Habe ich Schreiben Sie den Namen von meiner Plattform. Habe ich Ihnen aber auch schon gesagt. Das ich verstehe nicht, warum Leute wie Sie, wo früher eine schlechte Erfahrung mit Online-Trading haben. Ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Ich habe gar noch nie was mit der Börse zu tun. Mit mir, Sie aber haben das keine habe ich Chance. Ihnen ja auch gerade gesagt, ja, nichts zu tun. Dass ich mit Ihnen nichts zu tun habe. Hören Sie gut zu, lassen Sie mir kurz erklären. Nee, Sie reden nicht mit dem. Hören Sie mir mal zu. Unterbrechen Sie mir nicht. Dann lege ich einfach auf. Unterbrechen Sie mir. Sie reden nicht mit der Person, mit der Sie gerne sprechen möchten. Unterbrechen Sie mir nicht. Ja, guten Tag. Schauen Sie mal. Was denkst du? Was du bist? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, warum? Ich warum bin nicht derjenige, mit dem Sie sprechen möchten. Warum sprichst du wie ein Arrogant? Funktioniert Ihr Gehirn nicht, oder wie? Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich bin nicht die Person, mit der Sie sprechen möchten. Auf Wiederhören. Aber Sie haben selbst das. Guten Tag. Hallo? Ja. Wunderschönen guten Tag. Sprich mit Herrn Dringer. Was? Herr Reiniger, sind Sie da? Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Ela Moser. Ich grüße Sie. Es geht um ein inaktives Trading-Konto von Ihnen, welches Sie in der Vergangenheit eingerichtet haben. Sagt das Ihnen etwas? Nee. Kein Problem. Also so, ich erkläre Ihnen ganz kurz. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Trading-Konto zu aktivieren mit nur einmaligen Investitionen 200 Euro und wir unterstützen Sie auch mit 200 Euro, mit 400 Euro beginnen wir das Online-Trading an. Wir setzen alle die Gebühr auf 0,0 und fangen Mitarbeit an. Also das Gute andere ist, Sie können mit unseren Finanzexperten zusammenarbeiten werden und also Sie haben einen Monat Testphase unterdessen. Wenn Ihnen nicht unsere Arbeit gefällt, dann können Sie Ihr Geld wieder zurück auf Ihr Konto haben. Also wir sind ein Verwaltungsunternehmen, weltweit tätig, spezialisiert im Bereich Börse, Aktien, Kraftstoffe. Aber momentan, wir sind fokussiert in Devisenhandel im Forex. Bei uns gibt es eine tolle Möglichkeit, jeden Monat einen Nebenlohn zu verdienen, zwischen 300 bis 400 Euro. Und das Gute andere sei ist, also 90% von das Gewinn gehört Ihnen, 10% halten wir als Unternehmen. Wir haben hier auch unsere Finanzexpertin, er kann Ihnen die Möglichkeit besser als ich erklären. Kann ich mit ihm vielleicht verbinden? Ganz kurz, 5 Minuten. Was denn? Mit unserer Finanzexpertin verbinden und er kann die Möglichkeit besser als ich erklären. Und was ist dann Ihre Aufgabe? Also, Ihnen zu anrufen und das zu erklären. Wollen Sie das Konto aktivieren oder ganz schließen? Wenn Sie das Konto aktivieren, dann haben wir die Gebühren zu nehmen von Ihnen. Wenn Sie wollen das Konto schließen, dann haben Sie die Gebühren zu begleichen. Sie haben das Konto früher gestellt und es ist nicht mehr aktiv auf Ihre E-Mail-Adresse. Und ja. Also sind Sie sowas wie die Vorarbeiterin für den Betrug? Was für ein Betrug? Sie haben das selber gemacht. Genau. Bleibt ja trotzdem Betrug. Betrug, okay. Ich schicke Ihnen die Gebühren, dann begleichen Sie. Dann nö, ich begleiche gar nichts. Dann sehen Sie, ob das eine Betrüger ist oder nicht. Ja, ich weiß ja, dass ihr Betrüger seid. Ha, wir sind Betrüger. Dann können Sie schauen in Google, ob wir Betrüger sind oder nicht. Ja, ihr ruft ja illegal an, also ist ja schon mal ganz klar, dass ihr irgendwas mit Krummdingern zu tun habt. Illegal, ja. Wieso haben Sie Ihr Datum bei uns hintergelassen? Sonst hätte ich Sie nicht angerufen. Ja, das bedeutet ja nicht, wenn die Daten irgendwo stehen, dass Sie ja einfach mal so anrufen dürfen, nur weil Sie ein paar stehen. Daten gefunden haben. Sie haben selber gelassen, informiert haben Sie und spielt deswegen ja keine Rolle. Haben Sie angerufen. Ja, spielt ja keine denken Rolle. Sie, aber ich rufe Sie an, nur weil ich will, oder was? Sie haben das selber gemacht. Ich habe das nicht für Sie gemacht. Na, scheinbar haben Sie ja ein bisschen Langeweile. Sie haben es, nicht ich. Ja, aber Sie sind ja die Betrügerin. Sie sind selber, okay? Tschüss.
Ja, bitte. Ja, guten Tag. Grüß dich, Herr Reichmann am Apparat. Grüß dich. Wen möchten Sie denn sprechen? Bitte? Und wen möchten Sie denn sprechen? Ich melde mich von Online Trading her. Können wir sprechen, haben Sie Zeit? Online ja, wen möchten Sie denn sprechen? Mit Herr Popper. Ach so. Sind Sie Herr Popper, ja? Mhm. Okay. Nice to meet you. Haben Sie schon Erfahrung mit Online Trading? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Wissen Sie, wie Online Trading funktioniert und was derzeit sicher Investition ist? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich früher gehabt? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Auf dich? Ich komme, weil Sie habe bei uns eine Nachforschung gemacht. Ich habe Sie angerufen aufgrund einer Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben. Und deswegen habe ich Sie angerufen. Mhm. Dann würde ich den Haken zur Anruferlaubnis wieder rausnehmen lassen. Bitte? Dann würde ich den Haken zur Anruferlaubnis wieder rausnehmen lassen. Sie haben bei verschiedenen Webseiten, Herr Investing, Amazon, eBay, Zalando, Bitcoin, Rohstoffe, Immobilien, Nachforschung und welche Daten von Ihnen noch eingegeben. Mhm. Oder wie können Sie denn rausnehmen, die Daten? Oder Sie haben sich wegen der schlechten Erfahrung beschweren, um Ihre Geld zurückzubekommen. Nee, aber den Haken können Sie dann, wie gesagt, wieder rausnehmen. Und diese Daten haben wir erhalten und deswegen bitten wir Hilfe an den Kunden an. Und ich habe die gerade abgelehnt, die Hilfe. Sie können den Haken wieder rausnehmen. Wieso? Wieso reden Sie mit mir wie ein so negativ, ja, Person? Was ist das? Meinen Sie, ich bin hier mit Ihnen rumzuspielen? Nee, aber ich habe ja gesagt, ich habe keine Filiale. Wir haben Filiale in Berlin. Wir haben Filiale, interessiert mich aber weiter nicht. Wir haben Filiale in Frankfurt. Wir haben Filiale in Stuttgarter Börse. Ja, ich habe Filiale in Österreich. Das können Sie ja haben, aber ich möchte damit nichts weiter zu tun haben. Okay, kannst du nur Namen von meiner Plattform schreiben, wenn deine Zelle dann kontrollieren? Das heißt Sie, nicht du. Was können Sie, habe ich Ihnen gesagt. Nee, nicht haben du. Sie nicht gesagt. Doch, Sie haben du gesagt. Kannst du? Ja, das ist falsch. Das heißt, können Sie. Warum? Was ist Sie? Sind Sie eine Frau? Nee. Wenn Sie ein Mann sind, kein Problem. Ich verstehe. Ich bin kein Deutsch. Sorry, ja. Ja, dann sollten Sie in Ihrem Land telefonieren und nicht unbedingt in Deutschland. Ich komme aus New Jersey. Aber ich arbeite für deutsche und österreichische Kunden. Habe ich aber weiter kein Interesse dran. Haben Sie kein Interesse dran? Mhm, okay, kein Problem. Danke. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja, bitte. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit der Lysionus? Nee. Mit wem spreche ich? Ja, den Sie angerufen haben. So, Sie haben Interesse gezeigt in Trading Online, stimmt? Nee. Da habe ich falsch verbinden. Da sind Sie falsch verbinden, richtig. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ihnen heißt es. Ciao. Ja. Hallo, einen schönen guten Tag. Ja. Antonia Scott ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Bert Truge? Ja, habe ich überhaupt keine Zeit. Also, wir haben Ihre Daten bekommen, Herr Bert. Dass Sie... Ja, ist mir egal, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Geburtsfehler. Ich weiß, Timo Borowski. Ich bin ein Account Manager auf Online-Handelsplattform. Und Sie haben auf unserer Plattform Ihre Daten hinterlassen, ja? Aber bis jetzt haben Sie Ihr Handelskonto nicht aktiviert. Haben Sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, ja, oder etwas nicht verstanden? Ich kann Sie kaum verstehen, Sie rufen mir aus einer halben Diskothek an. Nee, ich bin ein Account Manager, der Online-Handelsplattform. Ich dachte, Sie sind DJ, weil bei Ihnen ist so laut. Ja, ja. Haben Sie mich nicht gehört, ja? Etwas mit einem Verbindung. Da ich leider, aber ich höre Ihnen sehr gut, ja. Und jetzt etwas das besser oder nicht? Das liegt an der Verbindung, das liegt an Ihrer Diskothek da im Hintergrund. Nein, wir haben keine Diskothek. Ein bisschen leiser machen.
Ja, aber vielleicht das ist nicht bei uns, vielleicht ist es etwas anderem Office. Ja, wo soll das herkommen? Wenn Sie mich anrufen, kann ich von Ihnen kommen. Also machen Sie doch mal die Musik ein bisschen im Hintergrund leiser, man kann Sie ja gar nicht hören. Aha. Können Sie solche Variante, ja, nehmen, wenn Sie zum Beispiel WhatsApp haben, ja, ich kann ein bisschen, ein paar Worte, ja, in WhatsApp. Die WhatsApp gebe ich Ihnen nicht, ich mache Sie mal da die Musik leiser. Ja, natürlich, das ist... Ja, dann versuche ich etwas machen mit dieser Musik, ja, verstehe ich, ja, aber dann werden Sie etwas, etwas später telefonieren, ja? Ja, ganz vielen Dank, ja, dann werden Sie... Gottes Willen, sind Sie unseriös. Ja, okay, ja. Ja. Ja, okay, ja. Finden Sie das jetzt da gut mit der Musik? Bis jetzt nicht, ja. Ja, dann machen Sie mal aus. Nicht. Ja, aber als dort in dieser Musik, ja, werden Sie... Ja, ich höre Sie ja kaum. Oh mein Gott, ja, dann werde ich vielleicht nochmals telefonieren, ja? Nehmen Sie mal die Musik einfach aus. Ja, werde ich so nicht so laut, ja, werden, ja, werde stehen, ja. Ja, da, okay, dann werde ich nochmals telefonieren, ja, vielen Dank, ja. Hallo, guten Tag. Ja, bitte. Spreche mit der Lucianus? Mhm. In Apparat ist Mara Davini, die Anruf geht über Trading Online, Onlinehandel. Aha. Ich melde mich von InvestFD. Sie haben ein Interesse gezeigt. Stimmt? Wo denn? In Trading Online, Onlinehandel. Ja, und wo? Bei Online-Investitionen. Ja, und in wo? Gut, oder keine Ahnung, wo sind Sie gemeldet? Ja, was müssen Sie doch wissen, wenn Sie sagen, ich habe Interesse gezeigt? Wo, dann müssen Sie doch wissen, wo genau? Bei einer Werbung sind Sie gemeldet. Sie haben deine Daten gegeben, eine E-Mail gegeben. Und deine also Kaltakquise. Bitte? Also Kaltakquise. Ja. Aha. Aber Sie wissen schon, dass Kaltakquise in Deutschland verboten ist. Wir haben eine Lizenzen, wir dürfen das Ihnen anrufen. Nee, Kaltakquise ist in Deutschland verboten, da gibt es keine Lizenzen für. Das wusste ich, wir haben Bedarf Ihnen zu anrufen, weißt du? Wir haben das Bedarf genommen, deswegen... Anrufen. Ja, aber es ist ja illegal, wenn Sie einfach irgendwelche Daten nehmen. Nein. Und jetzt reden Sie nicht mehr, oder wie? Tja, rufen einfach irgendwo illegal an und... melden sich dann nicht mehr und unterbrechen das Gespräch dann, oder wie? Man hat ja genau gehört, dass Sie Ihr Mikrofon ausgemacht haben. Tja, so ist das. Naja, wenn Sie nicht sprechen, dann lege ich jetzt auf. Wiedersehen. Ja, guten Tag. Ja, hast dein Mikrofon ausgemacht, aber ich höre dich ja trotzdem. Das klemmt wohl, die Taste. Der Krach im Hintergrund ist noch zu hören. Tja, wenn du nicht reden willst... Aber ihr habt schöne Musik im Hintergrund. Ja, bitte? Ja, ich kann dich hören. Deine Stummtaste funktioniert nicht. Ist nett, ne? Aber, tja, so ist das halt, wenn man Billigtelefone benutzt als Betrüger. Tja, ist deine Mutti stolz auf dich, ja? Ja, wen haben wir denn da am Telefon? Ja, hallo, wunderschönen guten Tag, schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Martin Kohler und ich melde mich gerade von Bitcoin Info, also Deutschland, wo Sie sich bei uns angemeldet sind. Erinnern Sie sich? Ja, ja, bei der Betrügerplattform da. Aber wissen Sie nicht, also von welchem Unternehmen so melde ich mich gerade? Na, von so einer Betrügerunternehmen. Woher wissen Sie das also, dass wir eine Betrüger sind? Na, davon. Und dafür, also garantiere ich Ihnen, dass Sie eine Anzeige, so von uns bekommen werden. Betrüger, und? Krimineller. Und? Aber du bist Betrüger bestimmt, nicht uns. Ja, nicht schlimm. Sag mich mal an, mach mal. Aber wofür haben Sie dann so bei Betrüger schon investiert? Hab ich nicht. Hä? Hab ich nicht. Was für einen Betrag haben Sie so verloren? Gar keinen. Das ist unmöglich, also, dass Sie bei Betrüger, ja, also... kein Geld so investiert haben. Das Betrüger. Also, ich weiß es nicht, also mit wem Sie so vorher gesprochen haben. Das also interessiert mich nicht, weil gerade so melde ich mich von der Firma Chartered Investment Germany. Von der Betrügerfirma, genau, sagte ich ja. Okay, ich weiß es nicht, okay, wir sind Betrüger, okay, so sagen Sie. Kriminelle. Okay, wir sind also Kriminelle, kein Problem. Können Sie, also bei der Google so suchen, okay, wo wir sind. Sie haben also bei der Straße, wo wir sind und so weiter. Nee, ich brauche so eine Fake-Adresse nicht. Wofür nicht? Ich brauche keine Fake-Adresse. Ist doch eh alles gelogen, was du mir da erzählst.
Also, einfach suchen Sie uns und werden Sie so sehen, also, dass wir ein lizenziertes und reguliertes Unternehmen sind. Okay. Nee, seid ihr ja nicht. Wir sind also bei BaFin schon so schon registriert. Und nee, wenn Sie jetzt ihr seid möchten, bei werde ich Ihnen gemeldet. Aber lassen Sie mich so bis zum Moment aussprechen. Was soll das? Ja, was soll das? Betrügt doch nicht die Leute. Was soll denn das? Also, du hören sollen. Ja, gucke, jetzt bestätigst du sogar, dass du Betrüger bist. Wenn Sie es möchten, werde ich Ihnen so gerade, also die Unterlagen, okay, so per E-Mail oder per WhatsApp so zu senden, dass wir also ein lizenziertes und reguliertes Unternehmen sind. Die Kinder bei euch im Kindergarten zusammengemalt haben, die Lizenz oder was? Geh mal weg, du Hörensohn, ich schicke deine Hochzeitsliste, deine Schwester, deine Frau, alles. Ja. Du Hörensohn. Ja. Ich schick dich, du Arschloch, du verdammter Arschloch. Gucke, das sagen nur Betrüger am Telefon. Geh mal weg, du Hörensohn. Ja? Du Schmarotzer. Du bist Betrüger. Du Penner. Nicht schlimm. Und du bist Betrüger. Ja, bitte. Ja, guten Tag. Grüß dich, Herr Eichmann hier. David Eichmann von Onlinehandel. Können wir sprechen auf die Zeit? Ja, worum geht's denn? Es geht über Trading, über Erfahrung. Wen möchten Sie denn da genau sprechen? Ja, bitte? Wen möchten Sie denn da genau sprechen? Mit Ihnen, Herr. Mit Herr Fierk. Hoppe. Ach so. Ja. Sie haben schon früher ein Konto bei uns registriert und ich werde für Sie jetzt den Gutschein, was Sie von uns registriert haben, ja speichern. Aha. Deswegen habe ich Sie angerufen. Können Sie am Computer gehen, bitte? Viele Leute. Nee. Entschuldigung, vorsichtig von anderen Leuten, ja? Vorsichtig von anderen Leuten. Ja, ja. Wir sind nicht die gleiche. Ja, aber ihr seid ja Betrüger. Bitte? Ihr seid ja Betrüger. Welche Betrüger? Na, ihr seid Betrüger. Entschuldigung, noch einmal? Ich sagte, ihr seid ja Betrüger. Meine Seite ist Betrüger? Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Ja, mit einem Kriminellen. Ich bin kriminell, ja? Ja. Okay, für die Sicherheit, dieses Telefonat ist registriert von uns. Das okay? ist schön. Ja, super. Von mir auch. So, kein Problem. Und die zweite, Sie haben selbst angemeldet bei investing.com. Ja, ihr seid ja trotzdem Betrüger. Wir sind eine Hauptsitzfiliale. Nee. Es tut mir leid für das Geld. Es tut mir leid für das Geld, was Sie früher verloren. Habe ich ja nicht. Ja. Sie haben. Aber ist kein Problem. Keine Sorgen, weil immer. Ich fick dich im Arsch, ja, du verfickter Hurensohn. Gucke, das ich mach kein Spiel mit dir. Ja doch, du bist Geh ein Betrüger. Geh sie weg von meiner Seite, du Schwul. Geh sie mit Betrüger arbeiten, du verfickter Hurensohn. Du bist ja peinlich. Jo, wie kann ich Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja, ich bin gerade mit Herrn Gerda. Hallo? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie sind hier bei Trading Online. Ja, ich habe Sie angerufen wegen der Anmeldung, die Sie bei uns gemacht haben, Herr Gerda. Nee, ich habe bei Ihnen keine Anmeldung gemacht. Wann haben Sie bei mir eine Anmeldung gemacht? Ach so. So, Sie sind ein Broker. Nee, ich bin kein Broker, aber ich arbeite bei einer Online-Bank und sorge dafür, dass die Leute ihr Geld einzahlen. Bei einer Online-Bank? Was für eine? Ist eine bekannte Bank. Bitte? Trader FX24, aber das ist ein Scam. Ja, richtig. Bitte? Ja, und? Ja, Sie sind nicht bei einer guten Firma. Ja, das Gespräch wird aufgezeichnet. Das, ich zeige Sie dann an. Wegen Beleidigung. Ja, ich zeige das mal an. Aber warum arbeitest du da? Warum nicht? Nein, du bist ein Betrüger. Ja, und? Also, wie viel ist der mindeste Summe da? 250 Euro. Aber das ist aber zu wenig. Also wie viel kann man starten? Ja, so logisch. Aber 1000 gehen auch. Aber mehr geht erstmal nicht. Das geht wegen Überweisung. Zum Beispiel, wenn ich 20.000 einzahle, wie kann ich das machen? Ja, mit Visa oder Mastercard. Ja, aber nicht eine Einzahlung von 20.000 mit einem Visa oder Mastercard machen. Nee, das ist richtig. Aber wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja die 1000 nehmen und dann... Party. Aber schick mir mal die Bankdaten und ich kann durch die Bankdaten die Einzahlung machen. Nee, das mache ich bei dir nicht. Aber, ja, schaust du jetzt, du gibst mir keine Möglichkeit, um das Geld einzuzahlen. Doch, mit Visa oder... Also entweder zahle ich bei Ihnen 20.000 ein oder zahlen Sie bei mir 20.000. Nee. Also, soll ich dir meine Bankdaten schicken und Sie zahlen 20.000? Nö, ich zahle nichts ein. Ich zahle bei mir ein. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag.
Ja. Bin ich richtig mit Herrn Carstern? Nee. Mit wem rede ich bitte? Ja, den Sie angerufen haben. Also Herr, ich melde mich gerne wegen einer Meldung, die Sie in die Börse gemacht haben. Nee, habe ich ja nicht. Haben Sie nicht? Nee. Und haben Sie Erfahrungen mit der Börse? Nee, will ich auch nicht. Wünsche schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Felix. Wie kann ich denn helfen? Hallo? Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Herr Rüdiger. Herr Rüdiger, hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja. Was ist denn los? Mit wem bin ich verbunden? Den Sie angerufen haben. Mit wem bin ich verbunden? Den Sie angerufen haben. Mhm. Hallo? Mhm. Mit wem bin ich verbunden? Für was haben Sie mich angerufen? Hallo? Sie rufen doch mich an. Nö. Wozu haben Sie mich denn angerufen? Hallo? Hallo, schönen Tag. Mhm. Mit wem bin ich verbunden? Wer sind Sie denn? Wieso haben Sie mich angerufen? Sie haben mich angerufen. Nö. Na klar. Nö. Kann das sein, dass Sie ein bisschen unintelligent sind? Nur sagen Sie mir, wieso möchten Sie mit mir zu reden? Wieso haben Sie mir jeden Tag angerufen? Ich habe Sie nicht angerufen. Ja, doch. Ich habe hier alle Ihre Ich habe ja gar keine Telefonnummer. Oh, leider. Quatsch. Nee. Sagen Sie mir Ihren Namen, bitte? Nee. Nö. Wow, was für ein guter Name ist das? Hm. Uff. Wir hören uns wieder dann. Tschüss, Betrüger. Nicht mehr anrufen, okay? Tschüss, Doch, Betrüger. Ich rufe von Ihrer Seite, okay? Ciao, Arschloch. Tschüss, Betrüger. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja? Spreche ich mit Herrn Gustav? Nee. Mit wem bin ich verbunden? Mit denen Sie angerufen haben. Ach so. Da muss ja ein richtiger Mangel an Betrugsopferdaten vorherrschen. Wieder du Arschloch. Was haben Sie gemacht? Euer System gehackt. Du wirst heute den ganzen Tag bei mir. Es kommt ein Biber-Butzelmann in eurem System herum. Wiedebumm. Ja. Ja? Hallo, schönen guten Tag. Dormann, mein Name. Sprech mit Herrn Voldemort. Ja? Herr Voldemort, schön, dass wir Sie erreichen. Dormann, mein Name. Ich grüße Sie. Es geht sich einmal um die Strompreisanpassung in Berlin. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass die Energiepreise teurer werden. Und da wollten wir einmal schauen, ob es eine Preisoptimierung noch bei Ihnen möglich ist. Was zahlen Sie denn derzeit an Strom, Herr Voldemort? Im Moment 20 Euro. Also Sie leben ganz alleine? Mhm. 20 Euro, dann haben Sie auch keinen hohen Verbrauch, ne? Vattenfall, Europa Sales, dort sind Sie ja noch. Mhm. Was verbrauchen Sie jährlich an Strom? Weiß ich nicht, aber ich habe nicht viel, 20 Euro im Monat und nicht mehr. Ja, verstehe. Haben Sie vielleicht eine Jahresendabrechnung, wo Sie drauf schauen können, gerade eben bitte? Nee, habe ich nicht da. Verstehe. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich. Mhm. Jo, tschüss. Ja. Hallo, wunderschönen guten Tag. Grüß Sie, Herr Karp, ne? Mhm. Schön, Sie zu erreichen. Anton Eck hat am Anfang von Beta to Trade Unternehmen. Herr Karp, ich habe es gerade mitbekommen, dass Sie sich bei uns gestern angemeldet haben. Genau, Trading Unternehmen. Das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Bitte? Das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Also Sie haben gestern mitbekommen, dass Sie sich bei BetaSoftware ein Handelskonto registriert haben. Deswegen, gestern habe ich auch telefoniert. Sie waren ja nicht daran drangekommen auf dem Handy. Deswegen würde ich Sie nochmal telefonieren, um weiterhin zu fragen, mit was für einer Summe haben Sie jetzt gedacht, das Ganze zu starten, Herr Karp. Also das finden Sie seriös, gleich erstmal nach dem Geld zu fragen. Ne? Finden Sie nicht, dass das nicht eigentlich nur Betrügerfirmen so machen? Wie bitte? Wir rufen an und fragen als allererstes gleich, wie viel eingezahlt wird. Also so geldgierig kann man doch überhaupt nicht sein. Das ist doch ekelhaft.
Herr Karp, eins kann ich Ihnen sagen. Also mit uns seriösen Kunden, wir haben nichts zu tun. Also wenn Sie weitere Fragen haben, wegen unserer... Wenn hier einer unseriös ist, ja, dann sind Sie das. Ein krimineller Betrüger. Das ist uninteressant, was Sie sagen für mich. Verstehen Sie? Weil, genau, und damit bestätigen Sie sogar, dass Sie Betrüger sind, weil nur Betrüger so mit den Kunden umgehen. Hallo, hure ja, du, ich habe so viele, so wie Sie. Ach, verstehen Sie? Jetzt auch noch so... Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, spreche ich mit Sean Steinberger? Mhm. Silvia Stein am Apparat. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf Business Community Bitcoin Prime. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wie es funktioniert. So, weil Sie da das Datum gelassen haben. Weil ich die Daten gelassen habe, deswegen rufen Sie einfach an. Weil ich Kontoberaterin auf dieser Plattform bin. Ja, und was berechtigt Sie gesetzlich dazu? Weil in Deutschland brauchen Sie ein Double Opt-in, um anzurufen. Das haben Sie nicht. Habe ich Ihnen nicht gegeben. Was meinen Sie damit? Sie haben gestern Abend... Kann ich Sie darüber aufklären? Ein Double Opt-in ist ein Häkchen, was ich setzen muss, dass ich dann gleich eine PIN zugeschickt bekomme und meine Telefonnummer für den Anruf verifiziere. Ansonsten könnte ich ja da meinen Nachbarn eintragen oder sonst wen und dann rufen Sie einfach illegal an. Was meinen Sie? Sie haben Ihre Daten gelassen. Sean Steinfeger und der Maladresse... Ich habe es Ihnen doch gerade erklärt. Dann müssen Sie zuhören. Soll ich es Ihnen nochmal erklären? Okay, erklären Sie. Ja, Sie dürfen nicht einfach Telefonnummern anrufen, nur weil Sie eingetragen sind. Sie müssen das mit einem Double Opt-in schützen. Das heißt, wenn irgendjemand bei Ihnen eine Telefonnummer einträgt, muss er auf diese Telefonnummer eine SMS oder einen Anruf mit einer PIN-Code-Durchsage erhalten. Diese gibt er dann auf der Webseite ein, um damit zu bestätigen, dass er auch diese Person ist, die sich da eingetragen hat. Ansonsten könnten Sie jeden anrufen, den ich da eintrage, weil ich ihn gerade privat ärgern will. Und das ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Ziemlich bezauberte Situation. Ich höre diese Information zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Das ist aber sehr schlecht. Sie haben sehr schlecht, dass Sie das zum ersten Mal hören. Doch, das ist sehr schlecht, weil Sie müssen sich ja mit den Gesetzen auskennen. Das ist alles gesetzlich. Verstehen Sie? Sie haben Ihre Daten gelassen, jetzt bekommen Sie Anrufe. Ja, habe ich Ihnen ja erklärt. So ist das nicht sauber. Das ist so nicht erlaubt. Wie Sie es wollen. Also haben Sie kein Interesse im Onlinehandel. Bin ich korrekt? Das hat mit Interesse nichts zu tun. Das hat was mit Fakten zu tun. Sie rufen illegal an. Meinen Sie illegal, wenn Sie Ihre Handynummer und E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname gelassen, meinen Sie es illegal? Ja, weil Sie keine Bestätigung haben, dass Sie das dürfen. Sie haben keine Genehmigung auf dieser Rufnummer. Dann warum haben Sie Ihre Daten gelassen? Ja, weil ich damit auf YouTube zeigen möchte, dass da gleich Betrüger anrufen. Und das funktioniert ja wunderbar. Sie sind YouTuber. Ja, genau. Alles klar. Aber dann wird's... Okay, ich wünsche einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag, Lukas Beck ist mein Name. Ich spreche gerade mit dem Herrn Trüger. Ja, wie ist Ihr Name? Den habe ich ja kurzfristig nicht verstanden. Ja, ich wiederhole gerne nochmal. Mein Name ist Lukas Beck. Beck, ja? Okay. Mhm. Ja, ich bin der Finanzberater von der Firma Bitcoin Prime. Und ich habe im Internet gesehen, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht bei Kryptowährung. Ist das richtig? Sie haben das im Internet gesehen? Ja. Aha. Stimmt das? Haben Sie bei schon mal mit Kryptowährung beschäftigt? Ja. Okay. Wunderbar. Und wie ist das gelaufen, Herr Trüger? Haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht, oder? Ja, gar keine Erfahrung habe ich damit gemacht, weil bis jetzt war alles unseriös, was dazu gehört. Es war alles unseriös? Ja. Was meinen Sie genau damit? Was ist unseriös? Naja, zum Beispiel so ein Telefonat. Deswegen. Ein Telefonat ist unseriös. Ja, wenn es unberechtigt einfach so aus heiterem Himmel kommt, dann schon, ja. Aber zum Beispiel, falls ein Telefonat kommt von einer Firma, da wo Sie sich auch angemeldet haben, ist dann unseriös immer noch, oder? Insofern keine Anruferlaubnis dazu erteilt wurde, ist das unseriös, ja. Aber wenn Sie zum Beispiel AGBs zustimmen und dass die Erlaubnis geben, dann ja, das habe ich ja nicht getan. Zum Beispiel. Ja, das habe ich vielleicht ja nicht haben getan. Sie auch getan. Nee. Vielleicht haben Sie auch getan. Nee, ich passe schon auf, was ich da so im Internet mache und anklicke. Ja, aber vielleicht haben Sie einmal nicht aufgepasst. Das kann bei jedem passieren.
Nee, nee. Das geht also, ja Sie auch machen gar keinen nicht mit Fehler. Aufpassen, weil mit dem Anrufen, da braucht man ja ein Double Opt-in für. Und das würde man ja merken, wenn das Telefon klingelt und einem den PIN-Code durchsagen möchte. Dann ist das, eigentlich kann man das nicht aus Versehen machen, also geht nicht. So meinen Sie, also Sie sind ein Mann, der keinen Fehler macht, quasi. Nö, so habe ich das nicht gesagt, aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wäre das ja spätestens beim Double Opt-in aufgefallen. Okay. Und das ist ja nicht passiert mit dem und Double Opt-in. Und Herr Trüger, wie kann der ganze dann seriös sein? Wie ja, stellen Sie das vor? Das frage ich mich auch, wie das seriös sein kann. Also ich stelle mir das so vor, dass eine seriöse Firma nicht einfach so anruft und dann fragt, ob man gleich mal irgendwie das Konto aktivieren möchte, um dann 250 Euro einzuzahlen und so. Das vor allem das Witzige ist, dass alle Betrüger-Callcenter exakt den gleichen Leitfaden vorlesen. Den gleichen was? Den gleichen Leitfaden. Also das, was da auf deinem A4-Zettel steht oder meinetwegen auch an der PDF auf dem Bildschirm. Aber letztendlich ist das ja vorgeschrieben, was ihr da so alles sagen sollt. Es läuft ja immer nach dem gleichen Schema ab. Und das passiert bei einem normalen Bankberater nicht. Der kann frei sprechen und beraten halt. Der hat da keine Texte, die er vorlesen muss. Sie denken, also alle, die ihn angerufen haben, haben quasi wie Roboter gesprochen, das gleiche gesagt. Machen Sie da, sagt die Währung, bla bla bla, richtig? Ja, unter anderem ja, aber nicht nur. Ah, okay. Okay. Und wie sollte sie der Ganze funktionieren? Wie stellen Sie es vor? Na, habe ich ja gesagt, in erster Linie ruft eine seriöse Firma nicht einfach so die Leute an. Okay. Und wie ruft die seriöse Firma an? Ja, gar nicht. Die einzige Firma ruft gar nicht an. Richtig, die rufen nur dann an, wenn ich mal eine Frage habe und sich dann darauf zurückmelden wollen. Aber nicht, wenn, dass sie unaufgefordert einfach so die Leute anrufen und ihr Produkt loswerden wollen. Das macht eine seriöse Firma in der Regel nicht. Verstehe. Verstehe, was Sie meinen. Darf ich nur eine kurze Frage stellen? Ja. Was machen Sie beruflich? Ja, die Frage möchte ich nicht beantworten. Okay. Also, arbeiten Sie in einem Büro, oder? Ja, in meinem kleinen Büro zu Hause, ja. Ah, ja, ein kleines Büro zu Hause. Okay. Und haben Sie irgendwas für Kryptowährung gelernt oder gelesen, oder? Ja, da kriegt man ja immer mal wieder was mit, so unweigerlich, ja. Man da jetzt will oder nicht, man wird ja damit überflutet. Mhm. Haben Sie schon mal über Bitcoin gehört, mit Sicherheit? Wissen Sie, wie wert ist ein Bitcoin jetzt? Nö, jetzt tagesaktuell nicht. Also ich meine, der war ja mal bei 40.000 oder 60.000 schon. Da ist er dann irgendwann runtergekracht auf 20.000. Ich glaube, ein bisschen höher ist er jetzt wieder. Leider nicht, ist runter. 20.000. Ach so, na, sehen Sie, ist sogar schlechter geworden. Was bedeutet, wenn Bitcoin runterfährt? Ja, dann verliert er an Wert. Und was bedeutet das? Naja, dass er weniger wert ist. Aha, und was bedeutet das? Naja, dass man Verluste macht. Okay. Wenn jemand Bitcoin hat. Aber wenn man kein Bitcoin hat, was bedeutet? Ja, dann hat man keine Verluste, wenn man keinen Bitcoin hat. Genau, und was da noch? Ich sehe gerade hier bei 19.547 ist der Kurs gerade. Also historisches Tief, aber der war schon mal tiefer vor kurzem. Ja, war fast 18.000. Ja, 19.600, ach nee, das ist schon wieder höher. Hier 19.400 war der Tiefpunkt. Ich denke, er war auch 18.000 irgendwas. Nö, oder 19.300. Achso, Moment, das ist die Tagesstatistik. Ach nee, Monat. Monat, ein T? Das verstehe ich nicht. Achso, ja doch, Moment, 6 Monate. Ja, aber das Tagestief war jetzt so das höchste. Also war der heute schon mal ganz kurz so richtig tief. Richtig. Was bedeutet für Leute, die kein Bitcoin haben? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leute halt nicht mitmachen bei dem Bitcoin. Was noch? Ja, was soll es denn noch bedeuten? Okay. Wenn Sie etwas kaufen möchten, kaufen Sie ein Produkt, wenn ein teuer Preis hat oder ein billiger Preis hat? Das war grammatikalisch irgendwie komplett Unfug. Wie? Ich sage, das war grammatikalisch Unfug. Der Satz hat jetzt so keinen Sinn ergeben. Nein, ich habe gesagt, was haben Sie dann nicht verstanden? Ich habe gefragt, kaufen Sie ein Produkt, wenn es teuer, also wenn dieses Produkt einen höheren Preis hat oder einen billiger Preis hat. Wann wollen Sie es kaufen? Aber ich weiß ja nicht, ob der morgen mehr hat. Es kann ja auch sein, dass morgen einfach alles zusammenbricht auf dem Markt, weil der Kurs oder der Trend ist momentan nach unten und nicht nach oben. Ja, kann es sein, dass morgen wieder nach unten bewegt. Nehmen wir an, es bewegt nach unten.
Nehmen wir an, Sie kaufen ein Bitcoin heute, 19. Wie viel haben Sie jetzt, weil Sie haben vor sich? Wie viel? 1900? Hm? Ja, 1900, 500, irgendwas. Okay. Bis in 1500. Genau. Nehmen wir an, kaufen Sie heute ein Bitcoin. Mhm. Und morgen wird Bitcoin 17 sein. Was werden Sie machen? Das wissen wir ja nicht. Nehmen wir an, es wird 17.000 sein. Was würden Sie machen? Ja, wir wissen das doch aber nicht. Ich kann doch nicht wissen, was ich machen würde, wenn es noch nicht passiert ist. Ich habe doch keine Glaskugel. Nehmen wir an, es passiert. Es passiert, geht 17. Was würden Sie machen? Ja, was soll ich da machen? Wie gesagt, ich kann es nicht wissen, was ich machen würde, was noch nicht eingetroffen ist. Ja, aber wir müssen ein bisschen spekulieren. Ja, genau. Und spekulieren mache ich nicht. Spekulieren geht ganz schnell in die Hose. Für mich bin ich die 19.000 Euro los. Wenn ich mir heute einen Bitcoin kaufe und morgen ist der nichts mehr wert, dann habe ich 19.000 Euro Nasse gemacht. Und das mache ich nicht. Natürlich kann man auch morgen 2.000 Euro mehr haben, aber das ist ja trotzdem, dazu muss ich ja, um 2.000 Euro mehr zu haben, muss ich ja 19.000 Euro investieren. Ansonsten, wenn ich hier mit 250 Euro investiere, dann habe ich aber ein paar Cent mehr. Das macht ja gar keinen Sinn. Also, Sie gehen nicht auf die Risiko. Nee. Also Sie wollen auf sichere Schritte gehen. Ja, ich mache Sachen, wo ich sicher weiß, dass ich damit Geld verdiene und seriös. Und dafür auch eine Gegenleistung erbracht habe. Verstehe. Haben Sie schon mal von Öl gehört? Aktien von Öl? Letzte Zeit dann. Das ist ja genau das gleiche Problem. Da wird ja auch nur rumspekuliert und deswegen ist die Scheiße so teuer. Okay. Von Diesel? Hm, was? Oder, nein, lass. Egal, vergiss es. Von Gold zum Beispiel. Ja. Was ist mit Gold? Das ist genau das gleiche. Gold etwas sicheres. Sie vergleichen Gold mit Kryptowährung und mit Aktien von Öl? Nee, vergleichen nicht, aber das ist ja vom Prinzip trotzdem das gleiche. Nein, das ist nicht Gold das gleiche. Gold ist auch nicht das Stabilste, was wir haben. Sicherlich ist Gold immer noch seriöser als viele andere Sachen, als ein digitales Produkt. Aber wenn ich auf einem Markt spekuliere mit digitalem Gold, wo gar nicht das echte Gold als Ware vorgehalten wird, das ist ja auch wieder nur Spekulation und Quatsch. Schauen Sie, das gebe ich Ihnen, damit Sie es wissen, Herr Trüger. Gold ist die sicherste, wo Sie es investieren können. Nee. Die sicherste. Und Gold geht nie nach unten. Natürlich ein bisschen nach unten, nach oben. Das, ja, siehst du, das und wenn ist ich zum falschen Moment kaufe, ist die Kohle genau weg. Aber für einen Monat ist es nicht, dass Gold von 100 zu 0 geht. Das kann nie passieren mit Gold. Zu 0 vielleicht nicht, aber letztendlich, wenn ich weniger Geld bekomme, als ich reingesteckt habe, ist es ein Verlust. Richtig, aber mit Gold passiert das nicht. Doch, das kann mit Gold genauso passieren. Wenn der Goldkurs morgen fällt. Nein. Natürlich. Ja, aber morgen werden Sie nicht das Geld holen. Lassen Sie übermorgen steigt Gold wieder und übermorgen haben Sie das Geld. Das weiß man so nicht. Das weiß Weil man Sie nicht, müssen ob das, das weiterhin Geld so passiert. Nicht holen, wenn der Preis untergeht. Das Geld müssen Sie nicht holen, wenn der Preis untergeht. Nee, das funktioniert so nicht. Gold kann mehr werfen, kann aber auch wieder weniger Wert haben. Das ist einfach so. Der Goldpreis geht nicht kontinuierlich nur nach oben. Das ist Quatsch. Kontrollieren Sie Gold. Ja, habe ich. Ich habe die Statistik hier von Gold auf. Okay, was sehen Sie da? Ja, dass das da genauso nach oben und nach unten gehen kann. Das sehe ich da. Okay, was ist denn in der Vergangenheit passiert? Was soll in der Vergangenheit passiert sein? Wie ist es der Preis? Wie war der Preis? Ich brauche Ihnen, glaube ich, die Preise nicht vorlesen. Das müssten Sie selber wissen. Schauen Sie die Grafiken an. Ist es schon mal, falls Sie sehen, bei Gold, ja, Gold steigt einen Tag, geht unter, steigt. Geht unter, steigt, nee. Geht unter, steigt. Kann geht mal unter, einen ganzen steigt. Monat weitergehen oder mehrere Monate hier sogar. Genau, schauen Sie für einen Monat, was ist da. Also, wenn ich mir jetzt von Januar angucke, war der Goldpreis im Januar am höchsten und jetzt ist er so, naja, nicht am niedrigsten, aber er ist auf jeden Fall weniger wert als im Januar. Also hätte ich im Januar Gold gekauft, hätte ich bis jetzt Minus gemacht. Durchgehend. Der Preis ist nicht einmal über das Maximalhoch vom Januar gestoßen. Hätte ich auch Verluste gemacht. Mit Gold. Weil Gold war nicht ganz so extrem, die Verluste. Na doch, jetzt zum aktuellen Tag schon. Hätte ich vor 2-3 Tagen verkauft. Hätte ich wenigstens die Verluste halbwegs aufgefangen. Hätte aber trotzdem noch 10% Minus gemacht von dem, was ich reingesteckt habe. Und verstehe. Aktuell würde ich sogar 50% Minus machen von dem, was ich reingesteckt habe. Verstehe. Und wissen Sie, wie kann man diese Verluste vermeiden?
Gar nicht, weil man nicht weiß, wie sich Kurs entwickelt. Das kann man höchstens schätzen und hoffen, dass dann die Schätzung eintrifft. Aber ich kann niemals wissen, wie der Markt sich morgen entwickelt. Das kann man im Voraus nicht wissen. Ja, Sie können es nicht wissen, aber denken Sie, gibt es Leute, die das wissen können? Nee, weil die Leute haben alle keine Glaskugel. Vielleicht. Aber denken Sie, das gibt es Leute, die sowas wie sogenannte Signale kaufen können? Das macht grammatikalisch wieder keinen Sinn. Das macht keinen Sinn? Nee, so wie Sie das jetzt gesagt haben, macht das keinen Sinn, nee. Aber Sie wissen genau, was ich meine. Nee, das ist ja das Problem gerade. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Zum Beispiel, Sie wissen ja schon, die ganze Böse bewegt und dafür gibt es natürlich auch Signale. Zum Beispiel, morgen sagt Olaf Scholz, wir müssen an Strom investieren. Was passiert da? Das weiß man nicht, was dann passiert. Das wird sich dann zeigen, weil man nie weiß, ob die Menschen genauso reagieren, wie es einer gesagt hat. Das weiß man nicht. Man kann das nicht wissen. Man kann das schätzen und hoffen. Aber Hoffnung ist keine 100% Garantie. Was denken Sie, was kann passieren, falls Elon Musk sagt, für eine bestimmte Währung, das wird die Zukunft sein? Was passiert? In der Vergangenheit passiert ist, das wissen wir. Aber wir wissen nicht, ob das nochmal so passiert, wie er es gesagt hat. Nur weil er sagt, dass alle nochmal in den Bitcoin investieren sollen, heißt es nicht, dass alle das machen werden. Das weiß man vorher nicht. Okay, aber ich habe nicht gesagt, dass alle Leute machen werden. Aber was passiert mit dem Preis? Wird steigen oder wird tiefer gehen? Ja, nur weil das Elon Musk sagt, passiert mit dem Preis erstmal überhaupt nichts. Also Sie haben überhaupt keine Idee, wie der Ganze funktioniert. Quasi. Naja, ich glaube mehr als Sie. Mehr als ich? So habe ich das Gefühl, ja. Ich meine, ich bin jetzt ja kein Profi, was das angeht, aber also um alleine das, was ich jetzt gesagt habe, zusammenzukriegen, reicht Laienwissen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und das ist schon mehr, als die große breite Masse weiß. Und naja, hoffentlich wissen es jetzt viele mehr, wie es funktioniert. Herr Trüger, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Was? Wie alt sind Sie? Ist egal. Und müssen Sie mir nicht genau sagen, über 30? Ja, ja. Über 40? Nee. Über 40 nicht, über 30. Sind Sie selbstständig oder Geschäftsführer? So könnte man das sagen. Also beziehungsweise angestellt oder, bitte? Ja, das Erstere. Also Angestellter? Nee. Selbstständig? Ja. Wunderbar. Das ist sehr gut. Und läuft gut? Sind Sie zufrieden? Wahrscheinlich nicht. Ja, zufrieden ist man, glaube ich, nie, was Geld angeht, oder? Aber auf keinen Fall. Geld ist ja auch nicht das Wichtigste im Leben. Wichtig ist, dass man das Zuhause schön hat und dass es die Familie schön hat und der Rest ist doch egal, oder nicht? Der Rest ist doch nur Luxus. Und Luxus kann man haben. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn es Menschen gibt, die Luxus haben, wenn sie sich das ehrlich erarbeitet haben. Und naja, Börse hat jetzt, glaube ich, auch nicht viel mit ehrlich zu tun. Was ist dann Börse? Ist nicht schwerlich? Ja, ich finde es einfach nicht seriös. Sie finden Böse nicht seriös. Ja. Aber die Leute, die damit auch Geld machen wollen, auch nicht. Okay. Aber falls Sie zum Beispiel in einem Monat 100.000 Euro verdienen von Böse, wird es dann Ihnen egal sein, ob die Böse seriös ist oder nicht? Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob ich dann selber noch in den Spiegel gucken kann, wenn ich das mache. Weil letztendlich alles, was man an der Börse gewinnt, hat jemand anderes verloren. Genau, können Sie sich an den Spiegel schauen. Sie verdienen einen Tag 5 Millionen Euro, zum Beispiel. Ja, an der Börse hat sie man ja nicht verdient, sondern das hat man sich erhandelt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Genau, Sie handeln und verdienen. Sie handeln das, und dafür, damit, Welt Moment, lassen Sie jetzt die Gespräche, dass Sie verdienen in einem Tag 2 Millionen Euro, nehmen wir an. Nee, bekommen wäre denn das richtige Wort, nicht verdienen. Bekommen. Genau. Sagen, also wir, Sie unterbrechen mich für 4 Worten einfach nur, das ist so egal. Sie verstehen, was ich meine. Ich meine, wenn Sie morgen aufstehen, aber mit 2 Millionen Euro, wird es Ihnen egal sein, ob Böse seriös ist oder nicht? Nee.
Seien Sie ehrlich. Nee. Was denn, ich meine, natürlich hätte man gerne die 2 Millionen Euro, aber ich finde, das macht dann mehr Sinn, wenn man sich die ehrlich und hart erarbeitet hat und was dafür getan hat. Wenn man dann automatisch mehr dafür bekommt, ohne jemanden anderen dabei zu schaden, das ist doch, denke ich mal, die Lösung für alle Probleme, die wir haben, oder? Sie sind lustig, Herr Trüger. Nee, eigentlich stelle ich nur das aktuelle Geldsystem in Frage. So wie das, ne? Also man hatte ja mal ein Wertschöpfersystem, aber das hat ja damit nichts mehr zu tun. Das ist ja bloß noch Profit, Dollarzeichen in den Augen, mehr ist doch das gar nicht. Also wenn jeder das bekommt, was er verdient, dann haben wir doch alle ein viel schöneres Leben. Das Leben der Chef, der hat was für seine Arbeit verdient, dass er das erschaffen hat, aber da kann man sich ja nicht drauf ausruhen. Die Mitarbeiter, die dann vielleicht die Arbeit vom Chef übernehmen, die sollten vielleicht das Gleiche verdienen, was der Chef mal verdient hat. Mein Name ist Weil die machen ja dann die Arbeit, ne? Und der Chef kann dann natürlich prozentual mehr verdienen, das ist ja logisch, aber weil war ja seine Idee, seine Schöpfung, aber letztendlich, finde ich, ist es nicht schön, wenn man Geld damit verdient, indem man anderen Menschen was wegnimmt. Weil meistens sind es die Leute, denen man was wegnimmt, die davon keine Ahnung haben. Und das ist ein Ungleichgewicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Und waren Sie schon mal Lehrer? Nee. Aber Sie wissen schon, das Welt ist so. Das Leben ist so. Das ja, ist ja Unrecht. Nicht. Ja, es ist Unrecht. Tun, muss man ja was bedeutet? Ja, aber nur weil... Sie wollen das... Sie werden nicht das Welt retten. Sie werden nicht das Welt retten. Wieso tun Sie so, als wären Sie, keine Ahnung, ein Engel? Ja, aber man kann es doch probieren. Wenn alle so denken würden, das ist doch so leicht. Eigentlich müssen nur alle gleichzeitig mit einmal so denken. Und schon wäre das Problem gelöst. Genauso wie alle jetzt gerade ja. Daran denken, sich selbst wieso, zu wieso tun? Man muss doch nur sich... Dass nur diese Einstellung ändern und schon hätten wir alle Probleme. Nein, aber es gefällt mir. Schau mal ganz kurz. Sie tun so, als wären Sie ein guter Mann. Ja. Aber Sie wissen genau, Sie sind kein guter Mann. Ich sage ja auch nicht, dass ich ein guter Mann bin. Aber ich versuch's. Sind Sie ein guter Mann? Weiß ich nicht. Das müssen mir andere erzählen. Das erdreist ich mir nicht, selbst zu urteilen. Weil letztendlich sind ja jeder ein guter Mann. Sie sind kein guter Mann. Ja, dann ist das wieso so. Tun Sie, als wären Sie ein guter Mann? Ja, weil ich es versuche. Wieso reden Sie so? Wieso reden Sie so? Ja, das Leben muss gleich sein, dass jeder muss gleich verdienen. Nee, das meine ich nicht. Jeder muss das verdienen, was ihm zusteht. Ja, was ihm zusteht, ja. Mit diesen Richtigkeiten und bla bla bla. So wäre es doch viel schöner. Und wenn wir wieso alle so denken, tun Sie so? Dann haben wir was, dann haben wir wieso? Was erreicht. Ja, dann haben wir gar nichts erreicht. Aber trotzdem, so wie Sie sehen, die Böse hat gar nichts damit zu tun, dass sie das Geld von jemand anderen nehmen, weil auch wenn sie bei ihrem Job irgendwas machen, nehmen Geld von jemand anderem. Irgendjemand bezahlt ihnen. Von irgendjemand holen sie das Geld. Ja, aber dann hat der jemand ja keinen Moment, der hat ja sein Geld wert. Natürlich hat Verlust. Nehmen wir an, Sie sind ein Elektriker, ja? Moment. Nehmen wir an, Sie sind ein Elektriker und gehen Sie in Dienst bei einer zu Hause und Sie sagen, es kostet 300 Euro. Ja. Zum Beispiel. Bei der Rechnung. Sie können schreiben auch, dass es kostet 250. Könnte man machen, ja. Aber Sie schreiben, es kostet 300 Euro, weil Sie wollen mehr Geld. Sie sagen, ich habe dafür gearbeitet. Ja, dann ist und das der Preis meiner Arbeit. Das Geld? Von wem nehmen Sie das Geld? Von jemand anderem. Ja, aber derjenige wofür hat ja dafür Sie meine könnten Dienstleistung können, Sie könnten, ja, aber Sie können auch 250 nehmen können. Ja. Wieso 300 zum Beispiel? Ja. 300, weil Sie wollen mehr Geld haben. Das und hier bei ja der Böse auch. Der Kunde, Sie, die Arbeit der ist. Bei der Böse auch, das ist auch das Gleiche. Nee. Sie denken, dass eine Währung gewinnt. Verluste. Dafür, dass ich nichts geleistet habe. Wieso haben Sie nicht geleistet? Sie waren klug, ja Sie haben geleistet. Gewusst. Nein, Mann, unterbrechen Sie mich nicht. Sie waren klug,
Sie haben gewusst, welche Währung wird steigen, da haben Sie investiert bei dieser Währung. Nee, das ist nicht klug. Weil die Preise steigen wird, dann ist es nicht ist Ihre Schuld. Das hat nichts mit Klug zu tun. Auf jeden Fall hat der Ganze mit Klug zu tun. Muss man sehr klug sein. Nee. Und alles, alle Prognose machen, alles vorsichtig sein, alle Signale schauen, weil alle bewegt unter Signale. Aber das ja, und dann weiß man ja trotzdem, kann man ja trotzdem sein Geld verlieren. Nein. Doch. Weil, wie es gesagt, gibt es Möglichkeiten. Es gibt es Möglichkeiten, die man auch keinen Verlust machen kann. Aber die wissen sie es nicht, natürlich, weil sie haben keine Erfahrung. Es gibt keine Glaskugel. Und kein Roboter der Welt kann mich schützen, dass ich Verluste mache. Man kann höchstens einstellen, dass der automatisch stoppt, wenn das danach aussieht, als würden jetzt Verluste kommen. Aber wissen tut der Roboter das im Voraus auch nicht. Weil dann werden wir doch alle. Aber Verlust. Das fängt ja schon das damit an, warum sitzt du überhaupt am Telefon? Du könntest doch so reich sein, dass du gar nicht mehr telefonieren musst. Macht doch gar keinen Sinn. Wer hat gesagt, dass ich nicht reich bin? Ach so, und als Reicher hat man denn als Hobby, in einem Callcenter zu sitzen und die Leute anzurufen. Das ergibt natürlich ganz viel Logik. Ich habe nicht gesagt, dass ich zufrieden bin. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich arm bin. Ja, aber vielleicht musst du dann mehr in dein System investieren, dass du mehr Geld wieder reinsteckst. Und dann brauchst du doch nicht mehr telefonieren. Auf jeden Fall würde ich das noch machen, aber das kann ich nicht alles in einen Tag schaffen, oder? Ja, aber ich dachte, die Firma, die ist schon jahrelang am Markt, dann frage ich mich, warum du jetzt noch nicht seit Jahren reich bist. Kann ja gar nicht so gut funktionieren, wie du das erklärst. Ich bin zufrieden. Ach, natürlich, Martin, ich bin zufrieden. Und weil du zufrieden bist, gehst du dann noch arbeiten und musst noch telefonieren. Das ergibt doch aber keinen Sinn. Ach, auf jeden Fall muss ich arbeiten. Was, das Leben ohne Arbeit, was ist das Leben ohne Arbeit? Du, wenn man genug Geld hat, muss man doch nicht arbeiten. Ich habe genug Geld, aber ich will noch mehr. Arbeiten zu gehen. Ich will noch mehr. Ja, aber dann brauchst du doch nur in dein System investieren und nicht arbeiten gehen. Woher wissen Sie das, dass ich nicht mache? Ich mache beide gleich. Das ist einfach nur logisch. Das ist einfach nur logisch. Das ist nicht logisch. Nein, doch. Das ist nicht logisch. Naja, nein. Ich finde das schon logisch, wenn dein System so gut sein soll, dass ich nicht mehr arbeiten gehen brauche. Warum arbeitest denn du dann? Ich muss die Prognose jeden Tag machen. Es ist nicht, dass das System jetzt zaubert. Ach, ich habe nicht gesagt, nicht dass ein System Ihnen. Ich habe nicht gesagt, dass der System sagt, dass alles und jetzt müssen wir machen, was der System sagt. Ich habe gesagt, es muss die Prognose gemacht werden, jeden Tag, damit wir die Verluste vermeiden können. Das habe ich gemeint und gesagt. Ja, aber wenn ihr Verluste nicht gesagt, ausschließlich nicht vermeiden könnt, dann frage ich mich, warum du noch telefonierst. Du brauchst doch bloß dein ganzes Geld in das System. Ja, lass mich beantworten. Und brauchst nicht mehr arbeiten. Lass mich beantworten. Ja. Ich arbeite hier für eine Firma, richtig? Ja, denke ich mal. Also, wenn man das so nennt, ja, aber ich würde es jetzt nicht Firma nennen, aber okay. Okay, Sie haben immer etwas zu sagen, wenn ich sage. Ja. Okay. Also, ich arbeite für eine Firma. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass die Firma sozusagen keinen guten Zustand hat und Ihnen braucht oder jemand anderen. Ja, aber, weil sie werden und sie können unsere Firma nicht retten. Egal, was sie tun, sie können die Firma nicht retten, wenn es bei Firma nicht so gut läuft. Aber der Grund, warum ich mich bei Ihnen melde, ist das. Wir als Firma, wir wollen uns vergrößern. Weil Kryptowährung ist Zukunft. Ja, aber da braucht ihr doch nicht das Geld von den Leuten. Dann könnt ihr doch euer eigenes Geld da reinstecken. Aber wieso sagen Sie, weil, wenn Sie so sagen, Sie beleidigen mich. Wieso sagen Sie, Sie brauchen das Geld von Leuten? Welches Geld? Was für Geld? Ja, die 250, 500 oder 1000. Wer hat das gesagt? Habe ich ja, Ihnen nicht gesagt? Ja, das steht in deinem Skript, das wäre der nächste Punkt gewesen. Das wäre, also Sie können zaubern. Sie können wissen, was ich sagen hätte. Ja, das liegt daran, weil hier schon so viele Leute angerufen haben, die das Gleiche verkaufen wollten. Vorher wissen Sie, dass ich das Gleiche sage. Ich sage es nicht, dass. Naja, und weil wieso sagen Sie, Moment. Es hat gar nichts mit Musik damit zu tun. Tun Sie es, seien Sie nicht so. Wieso sagen Sie, nehmen Sie Geld von anderen Leuten? Was kann man mit 250 Euro machen? Moment, was kann man mit 250 Euro, mit deinem Geld zum Beispiel, was kann man machen? Sagen Sie mir. Ja, sag du mir mal lieber, warum du einen neuen Namen hast. Früher hieß du doch mal Lukas Preis. Bitte?
Lukas Preis. Lukas Preis? Ja, das war mal dein Name. Ist der erste? Musst du nachdenken. Jetzt musst du aber dolle nachdenken. Wann habe ich gesagt, dass ich bin Lukas? Ist schon eine Weile her, da hast du noch für ein anderes Unternehmen telefoniert. Ich? Mhm. Guck mal, du weißt doch, dass das jetzt bei euch jetzt nur in so ein läuft, Guss? Dass die Leute bei euch Geld einzahlen. Jetzt in ein Guss. Eure Firma nimmt stopp, stopp, Geld. Stopp, jetzt in ein Guss. Ja, danke. Ich habe mit Ihnen noch nie mein Leben gesprochen. Was für Preis. Ich bin Lukas Beck. Das bin ich. Und das letzte Mal hieß es nur noch Lukas Preis. Wann haben wir miteinander gesprochen? Ja, ist schon eine Weile her, müsste ich jetzt die Aufzeichnung raussuchen. Wann? Nein, sagen Sie mir wann. Ja, weiß ich doch jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Wir rufen so viele Betrüger. Sie lügen. An. Sie lügen. Nee, noch nie in meinem Leben habe ich mit Ihnen gesprochen. Vielleicht noch finde ich nie. Ja mal den Schnipsel und kann den mal reinpacken. Was? Ja, ich sagte, vielleicht finde ich die Aufzeichnung noch, als wir mit Lukas Preis telefoniert haben. Finden Sie Aufzeichnung. Finden Sie Aufzeichnung. Falls Sie es wirklich mit meiner Stimme vergleichen, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Nee, ich will ja von Ihnen nichts. Aber guck mal, das läuft doch in eurer Firma wie folgt. Man zahlt bei euch die genannten Summen ein, also zwischen 250 und 1000 Euro. Und danach investiert ihr das Geld nicht bei der Börse, sondern das bekommt euer Chef und davon zahlt er euer Gehalt. Mehr Sinn steckt da nicht dahinter. Ihr betrügt nur die Leute. Da wird nichts investiert. So ist euer Geschäft. Haben Sie Erfahrung damit? Ja, nicht private Erfahrung, eher berufliche Erfahrung, würde ich dazu sagen. Ah. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Naja, das siehst du so. Das kann passieren. So ist es aber. Das kann passieren. Das kann passieren bei unlizenzierten Firmen. Aber bei lizenzierten Firmen passiert das nicht. Ja, und wo seid ihr lizenziert? Bitte? Wo seid ihr lizenziert? Wo sind wir lizenziert? Ja. Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Ach, siehst du, also auch unlizenziert. Ah, natürlich lizenziert. Ja, schön, wie da hinten im Hintergrund einer rumschreit. Brüllt da wieder noch einen anderen Kunden an, ne? Wissen Sie, warum er schreit? Ja, wahrscheinlich, weil irgendjemand sein Geld nicht einzahlen will. Weil jemand heute 2000 Euro verdient hat. Ja, bestimmt. Deswegen schreit er auch nein. Genau. Haben Sie das nicht? Wollen Sie mit dem reden? Ihr seid doch auch nicht lizenziert. Das ist dir doch klar, dass das alles betrügt ist. Natürlich, wir sind lizenziert. Natürlich. Na, dann sag mir doch wo. Aber ich habe Ihnen nach Ihrer Arbeit gefragt, Sie haben mich nicht gesagt. Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Ach so, naja, weil ihr vielleicht die Firma an der anderen Seite seid und seriös wirken wollt. Dann würde man das auch wissen, wo man lizenziert ist. Selber geben Sie keine Informationen, aber natürlich Informationen wollen Sie holen. Ja, muss man ja auch so als Kunde machen. Ist ja auch so, läuft das eigentlich auch. Man gibt selber möglichst wenig Daten und die Firma verrät alles. Nein. So funktioniert gegenseitiges Vertrauen mit einer Firma. Schau mal. Ich gehe ja auch nicht bei Edeka einkaufen und schreibe da vorher meine Daten ran. Aber der Inhaber von Edeka muss seine Daten an die Scheibe schreiben. So funktioniert nun mal Geschäftsbeziehung. Ja, das kann ich Ihnen alles zeigen. Sozusagen, wo er lizenziert ist, Adresse von unserer Firma, ja, wo der Geschäftsführer ist. Moment. Der Geschäftsführer, wir sitzen, wer ich bin, was wir machen und so weiter. Falls Sie Interesse haben, falls Sie kein Interesse haben, weil ich habe nur mit Ihnen gesprochen, weil Sie haben so geredet, als wären Sie. Okay, also seid ihr nicht lizenziert. Ich habe jetzt mehrfach nach der Lizenznummer gefragt, aber sagen kannst du sie mir nicht. Also, unseriös. Was? Egal was ich sage, Sie werden das Gleiche sagen. Egal was ich sage. Ja? Sie werden nie. Ich denke, Sie wurden schon mal damit beschäftigt und es hat bei Ihnen nicht geklappt. Das spricht nicht der Tatsache. Genug, aber mir ist egal. Schau mal, ich habe jetzt einen Termin mit meinem Kunden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Ach so, jetzt willst du denn das Gespräch abwürgen, weil du merkst, jetzt ist da nichts mehr zu holen, keine Beute. Auf keinen Fall. Ich habe am Anfang gewusst, dass Sie kein Interesse haben. Ich habe nur mit Ihnen gesprochen. Ja, um die Zeit ein bisschen gut zu schlagen, damit das Thema auch gut aussieht.
dass dein Chef denkt, du hast jetzt ein Kundengespräch geführt und leider keinen Erfolg gehabt. Dafür hast du jetzt Zeit genutzt. Richtig, so funktioniert es. Weil ihr auch nicht immer Bock habt, ständig einen Neuen am Telefon zu haben, ist ja auch nur menschlich. Aber letztendlich weißt du, dass das alles nur Betrug ist, was ihr da macht. Betrug? Ja. Okay, das ist deine Meinung. Das ist nicht eine Meinung, das aber ist ja eine Tatsache, die sich ja herauskristallisiert. Stopp. Nein, jetzt hören Sie mich zu. Ja. Habe ich Ihnen schon mal betrügt? Nee. Hast du noch nicht geschafft, auch beim letzten Mal. Haben Sie schon mal betrügt? Moment, wieso sagen Sie, Sie sind betrügt? Haben Sie schon mal probiert? Ja, man hört es doch raus. Ihr könnt euch doch nicht aufhören. Nein, schon mal probiert. Hört man aus. Man hört sehr vieles aus. Haben Sie schon mal probiert? Was? Haben Sie es schon mal probiert? Habe ich Ihnen schon mal betrügt? Wenn du reinschreist, dann klippt dein Mikrofon und wirkt deine Stimme ab. Dadurch hört man nur noch Brocken. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, das Mikrofon muss noch ein Stückchen weg vom Mund. Oh. Ja, jetzt so. So. Hallo, Herr Steinfacher, hören Sie mich? Der andere wurde unterbrochen. So, Herr Steinfacher, hier ist Eli Berke von der Europäischen Haupthandelszentrale. Wie ich sehe, gestern haben Sie bei uns ein Handelskonto gemacht und ich habe Ihre Anfrage im System bekommen. Ich nehme an, Sie interessieren sich für Onlinehandel, ja? Ja, schon. Okay, sehr schön. Deswegen rufe ich Sie auch an, damit ich Sie über weitere Schritte informieren kann und damit wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren können. Ich habe einfach einige Fragen an Sie, damit wir das richtige Handelskonto aktivieren, ja? Aha. Und zwar, Herr Steinfeld, machen Sie bitte das zum ersten Mal oder haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Was meinen Sie? Also haben Sie schon Erfahrungen? Haben Sie schon gehandelt mit Kryptowährungen, mit Aktien oder mit solchen Sachen? Oder nee. Machen Sie es zum ersten Mal machen Sie auch so alles? Okay, Herr Steinfanger, das ist in Ordnung, dass Sie keine Erfahrungen haben. Ja. In diesem Fall werden wir für Sie das Konto auf unsere Empfängerplattform einrichten. Und als Empfängerkunde bekommen Sie alle Unterstützungen von unserer Seite. Sie haben auch eigentlich Glück gehabt, denn seit September haben wir ein neues Projekt. Sie sind genau innerhalb dieses Projekts bei uns angemeldet. Daher alle diese Unterstützungen bekommen Sie kostenfrei von uns. Und zwar, Sie bekommen einen privaten Finanzberater. Mit Ihrem Finanzberater können Sie Ihre Strategie planen und das alles im Voraus besprechen, wann, wo und wie genau Sie das Geld investieren sollen und wie Sie am besten profitieren. Und außerdem, Sie bekommen Zugriff zu einem MetaTrader. Das ist eine Online-Software, funktioniert wie ein Roboter und es wird für Sie automatisch handeln, kaufen und verkaufen, damit Sie Ihr Kapital maximalisieren können. Ist das für Sie klar? Ja, für mich ist nicht klar, wie Sie gleich darauf schließen, dass man da irgendwas einzahlen will. Wie bitte? Ja. Können Sie es wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, für mich ist nicht klar, wie Sie gleich darauf schließen, dass die Leute bei Ihnen einzahlen wollen. Sie sind selbst, Sie haben selbst das Konto gemacht. Habe ich etwas von Ihnen verlangt? Nein, was ja, brauche ich mit der Einzahlung haben Sie ja gleich in den Raum gestellt. Ja, es geht um Onlinehandel. Wenn Sie nicht investieren, womit handeln Sie? Ja, Onlinehandel ist ja sowas wie Amazon. Sie meinen Investitionen. Das okay, sind zwei ganz verschiedene nicht. Dinge. Jupp. Hallo? Mhm. Guten Morgen. Sprechen Sie gerade mit Herrn Wolfgang? Ja. Ich freue mich, ich bin Anna, ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System Germany. Ja. Okay? So, wir werden Ihr Konto aktiver machen, okay? Nee. Wie nee? Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja, aber das heißt Herr Wurstwasser. Okay, Herr Wolfgang, Sie haben eine Anmeldung gemacht und das... Was ist das, nein, Herr? Das heißt... Das Sie, ist nicht deine Spiele. Ja, richtig. Das finde ich auch nicht lustig. Warum haben Sie das Anmeldung gemacht? Das heißt Herr Wurstwasser. Nochmal? Wurstwasser. Herr, Sie haben ein Konto Herr Wolfgang und das Wurstwasser. Konto. Was ist das? Nee. Herr. Lassen Sie mich reden, okay? Aber Sie können doch gar nicht reden. Was ist das? Wurstwasser ist mein Nachname. Wurst was? Wurstwasser. Ja. Wurst Wolfgang. Nein, Wurstwasser. Nur Wurstwasser.
Herr Wurstwasser. Okay. Und jetzt, wir werden Ihr Konto aktiver machen. Okay? Herr Wurstwasser. Okay, Herr Wurstwasser. Ich verstehe. Ja. Können Sie Internet benutzen? Könnte ich machen, ja. Okay. Gehen Sie bei Google? Nee. Was ist das? Nur nee, nee, nee. Was heißt das, was Sie da sagen? Das kann man... Das habe ich nicht so richtig verstanden. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich gerne mit Herrn Wurstwasser. Ja. Lukas Berg im Apparat. Ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System. Guten Tag, Herr Bergi. Ja, wie geht es Ihnen heute? Entzückend. Haben Sie eine schöne Wochenende? Ja. Das freut mich sehr, ich auch. Aber ja, ich arbeite heute auch, ja. Ja, ich arbeite nicht. Ich streichle gerade meine kleine Katze. Verstehe ich. So, Herr, ich habe Sie angerufen, wie gesagt, über Ihre Anmeldung. Über Bitcoin System. Och, das ist ja entzückend. Okay. Haben Sie mit anderen Supporting gesprochen, Herr? Ja, da hat so eine komische Frau angerufen, die war unverschämt. Verstehe ich. So, Sie haben diese Anmeldung gemacht, das stimmt. Doch, deswegen rufe ich Ihnen auch an. Deswegen sollen wir weitermachen, Herr. Welche Anmeldung denn? So, wie gesagt, werde ich Ihnen jetzt helfen, um diesem Konto aktiv... Wie bitte? Was? Wie gesagt, ich werde Ihnen helfen, weiterzumachen, um diesem Konto... Herr, hören Sie mich auf, okay? Wie aufhören? Was meinen Sie denn? Hören Sie mich auf? Habe ich nicht ganz verstanden akustisch. Wie funktioniert das? Das funktioniert, dass Sie mich anhören sollen, okay? Ja, das mache ich. Okay, gut. So sprechen Sie nicht, weil ich spreche. Herr. Ja? Machen Sie keinen Spaß hier, es geht über Ihren Geld, okay? Es geht um mein Geld? Oh. Es geht über Ihre Geld hier. Genau, Herr Wurstwasser, machen Sie keine Spiele. Sie haben diese Mahnmeldung selber gemacht, Geld okay? Geld macht Geld. Möchten Sie kein Geld verdienen? Was sind Sie? Arm? Nee. Haben Sie kein Geld zu investieren? Ist das... Wieso? Was Sie... Sind Sie arbeitslos, dass Sie über arme Leute sprechen? Ich bin kein Arbeitsloser, aber Sie haben diese Mahnmeldung gemacht selber. Das meint, dass Sie kein Geld haben zum Investieren. Oh. Sie möchten Geld verdienen. Sie müssen ein bisschen langsamer reden, sonst verstehe ich Sie nicht so gut. Oh, Sie verstehen mich nicht, sind Sie ein Ausländer? Okay, soll ich langsamer sprechen für Ihnen, oder wie? Ja, das wäre ganz... Okay, cool. werde ich, du kleines Ausländer, Hurensohn. Ja. Wie gesagt, Herr, ich rufe Sie an. Ja. Und woher kommen Sie her, woher kommen Sie? Von draußen. Ja, wo? Von draußen. Welchem Land? Ach so, vom Außenland. Ah, von Arabia. Deswegen verstehen Sie kein Deutsch. Ja. Okay. Ja, ich verstehe. Okay, ja, ich arbeite nicht mit Arabien-Kunden, weil die kein Geld haben. So, ich verstehe, wieso Sie kein Geld haben, ja. Ich dachte, Sie sind groß. Okay. Brauchen Sie einen Job? Aber 250 Euro hat jemand. Das bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Okay. Reiche gerade meine kleine Katze. Herr, ich hab's keine Zeit für Wortspiele hier, okay? Was benutzen Sie gerade? Eine Laptop oder Handy? Was? Also, Sie haben auch kein Geld, so Sie haben auch keinen Laptop oder Handy. Verstehe ich. So, Sie rufen Sie mich an, ja, in meine Nokia-Handy. Sie haben ein Nokia-Handy? Ja, okay. Okay. Okay, ja, ich verbinde jetzt Ihnen mit meinem besten Kollegen, mit dem besten Support-Team, das wir hier haben. Ja. Ja, hallo? Bettina? Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, Bettina. Hallo, können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören, Bettina. Mein Name ist Aiden Brown, Herr. Bettina Brown? Aiden. Was? Ich bin Aiden Brown, Herr. Können Sie mich hören, oder was? Ich dachte, Bettina Brown. Nein, Bettina, Aiden. Also der Kollege hat gesagt, er gibt mich jetzt an Bettina weiter. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Lori Rignus, sprich
knusprig, korrekt? Lorios, knusprig, knusprig, wäre der Name richtig ausgesprochen. Okay, danke schön. Ja, ich heiße Silvestein. Ich dachte Pimmelotter. Können wir uns auf Pimmelotter einigen? Sprechen Sie Deutsch oder lieber Französisch? Nee. Aber was war? Was bitte? Ich heiße Silvestein. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf BitAurox. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wie es funktioniert. Herr ja. Knusprig, soweit ich mein System überprüft habe, haben Sie keine Erfahrung in diesem Bereich, bin ich korrekt? Pimmelotter. Okay, weiter zum Informationen gebe ich unser Anruf zu Maria Weber. Bleiben Sie kurz. Ah ja, zu Pimmelotter 2. Hallo, spreche ich mit Lorioris? Ja, Sie sprechen mit Herrn Knusprig, Knusprig, um ganz genau das Ganze zu nehmen. Und mit wem spreche ich da jetzt? Ja, guten Tag. Einen wunderschönen Tag, Gerold Stein hätte ich angesprochen. Ja, ist am Apparat. Herr Stein, Klaus Podolski am Apparat. Deiner. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GS-Verein aus Berlin. Es geht um Ihre kostenlose Gewinnspielteilnahme, die Sie noch nicht gekündigt haben. Haben Sie es vergessen zu kündigen oder lassen Sie des Bedarfs nicht weiterlaufen? Für 12 Monate, 89,90 monatlich, Herr Stein. Und was denn für ein Gewinnspiel? Bei der Eurocheckbot. Bei der staatlichen Lotterie. Sagt mir nichts. Also Sie haben sich vor 4 Monaten bei der übernimmsten Aktion in der kostenlosen Gewinnspiele der staatlichen Lotterie sich eintragen lassen. Kostenlos 3 Monate. Und die Eintragung war über Katalogbestellungen, Zeitschrift, Abo, Umfragen, Preisausschreiben, Online-Bestellungen, Medienmarkt, Marktforschungen, Strom- und Gaswechsel. Das macht wir ich sind nur nicht. Jetzt. Habe ich alles nicht gemacht. Wir sind nur jetzt gesetzlich verpflichtet, Sie nochmal anzurufen, um Ihnen das zu Bescheid zu sagen. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie diese 12 Monate 89,90 nicht zahlen und spielen wollen, auch welchen Gründen auch immer, dann haben Sie das Recht auf eine Kostenminderung. Laut des Gesetzes BGB, § 312 Absatz 3, unter der Einhaltung der Mindestlaufzeit 3 Monate, damit Sie frühzeitig aussteigen zu können. Möchten Sie den Ausstieg wahrnehmen für 3 Monate oder sollte es weiterlaufen für 12 Monate? Herr Stein. Ich bezahle das gar nicht. Gut, dann leite ich die Unterlagen so bis jetzt weiter für 12 Monate dann, Herr Stein. Schönen Tag noch wieder. Tschüss. Sowas nennt man Erpressung. Ja, bitte. Hallo? Ja. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Thomas Andersson am Telefon. Ich spreche mit Herrn Puppe. Fick? Ja. Ich grüße Sie, Herr Fick. Kann ich ficken? Was haben Sie für ein Problem eigentlich? Ja, aber wie heißen Sie? Herr Fick, steht doch da. Wie? Der steht doch da, haben Sie doch vorgelesen. Ja, aber ich denke, sehen Sie nicht, Fick. Haben Sie irgendein Problem? Was rufen Sie bei mir an? Warten Sie ganz kurz, bitte. Wer sind Sie, du Hurensohn? Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Deine Nummer ist in der schwarzen Liste von Kriminalpolizei, weil sie spitzt mit Leuten, machst du YouTube. Ja. Ja. Sind Sie eine YouTuber? Nee. Wie heißt deine Kanale? Ja. Wie heißt deine Kanale? Erika. Wie? Erika Braun. Erika Braun ist dein Kanal in YouTube? Mit Sens. Okay, ich mag Subscribe. Ja. Jetzt sofort und ich gucke in dein Video. Okay, aber wie ist dein Name? Realname? Ja, steht doch da. Steff Becker? Okay, alles klar, Herr Fick. Finden Sie das lustig, ja? Ja, guten Tag. Da hört man nix. Das ist ja schlecht. Hallo? Ja, dann nicht. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, schön, das ist Sebastian Gram, KKDF. Können Sie mich hören? Ja, aber Sie nuscheln sehr schnell. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Also, ich bin der Kevin Keller am Apparat von der Trading Academy. Wir gehören zu einer spezielles Abteilung für die Leute, die schon bekannt mit dem Finanzmarkt sind. Auf unserem System steht, dass Sie mit dem Finanzmarkt vertraut sind. Stimmt das? Nee. Also, ich hoffe, Sie haben schon gut erfahren. Also,
Ich hoffe, Sie haben schon gute Erfahrungen mit Onlinehandel. Was für eine Erfahrung haben Sie bis jetzt? Haben Sie schon positive Erfahrungen oder negative Erfahrungen mit Onlinehandel? Lesen Sie da nur den Quatsch ab oder antworten Sie auch auf das, was man Ihnen antwortet? Nochmal? Ja, ich merke schon. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Guten Tag, ich freue mich, Herr Rainer. Was für ein Ding? Mein Name ist Paul. Ich rufe Sie von Swisspro Firma. Das ist eine Finanzmarke. Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Nee. Ich bin hier zu Himdia mit Aktivisationen um deinen Account und gleich startet es zum Finanzmarkt. Und warum rufen Sie da an? Und machst du Profit auf zweite Einkommen. Bitte? Warum rufen Sie da an? Ja, ich rufe dir zu Himdia mit Aktivisationen um deinen Account. Was? Herr Rainer! Ja, kannst du hier mehr? Nee, nicht wirklich, weil Sie nuscheln so. Ja, du kapierst, was ich spreche zum dir, oder? Würden Sie mich bitte mal sitzen? Ich möchte nicht von Ihnen geduzt werden. Hallo, Sergei. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ah, ich hoffe, Sie können, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben, vor einiger Zeit, und gibt Geld... Gibt es Menschen, die Ihre Stimme ertragen? Ah, warum haben Sie registriert, Sergei? Also Ihre Stimme ist so furchtbar, haben Sie da auch noch einen anderen Mitarbeiter? Aha, okay. Bitte nicht registrieren mehr. Tschüss. Das war's schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine Party mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn's was Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.